Nutzt du Foundation? Wie viel genau? Weil ich mag viel davon. Eigentlich könnte ich sogar darin schwimmen. Ach komm schon, du weißt doch, anfangs sieht's immer chaotisch aus. Bis zum Endergebnis. Oh, Lippenstift nicht vergessen. Und jetzt alles verblenden. Wunderschön, stimmt? Nur schade, dass hier Make-up-freie Zone ist. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann's doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich's verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht. Kein Make-up. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser. Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow. Ich hab nichts gesehen. Ich brauche was aus meinem Spind. Dich hab ich vermisst. Du siehst schick aus. Du bist die perfekte Puppe. Du bist meine beste Freundin. Was für schön goldenes Haar du hast. Hui. Nein. Meine Puppe. Was hast du getan? Hey, wie geht's? Gib mir die. Das war nicht sehr nett. Du hast es verdient. Ich hol meine Puppe. Juhu, wir haben das Spiel gewonnen. Wo kommen die denn her? Sind die alle... bist du okay? Wie sieht's aus? Keine Bange, ich bring das in Ordnung. Wow, hier drin stinkt's aber. Aha, hab dich. Warte, da klebt Müll an dir. Aber ich hab dich wieder. Ew, du siehst eklig aus. Oh, du. Wegen dir sieht meine Puppe so aus. Ich muss dich sauber machen. Das klappt nicht. Ich denke, du brauchst ein Bad. Wird Zeit für eine Verwöhn-Session. Du verdienst nur das Beste. Ich weiß, dass du das genießen wirst. Okay, runter mit den schmutzigen Klamotten. Die kannst du nicht mehr anziehen. Rein mit dir. Jetzt noch ein paar Blasen. Dafür brauche ich nur die Minzbonbons. Ist wie in einem Whirlpool. Wie ist die Temperatur? Das sollte reichen. Raus mit dir. Wie wär's jetzt mit deinem Peeling? Dafür nehme ich diese Zahnbürste und Zahnpasta mit Aktivkohle. Wow, du hast viele Flecken. Ich wette, das kitzelt. Ich bin voll neidisch. So geht der ganze Schmutz ab. So ist es besser. Jetzt trockne ich dich ab. Wir wollen ja nicht, dass du dich erkältest. Du bist schön sauber. Im Gegensatz zu anderen. Ich kann dich hören, weißt du? Wir kriegen das auch ohne Limo hin. Ich habe einen Reinigungsschaum. Ich verteile ihn auf dir. Genau so. Und jetzt kommt die Reinigungsbürste. Deine Haut wird danach strahlen. Ich probier's mal kurz aus. Die ist so weich. Wie fühlt sich das an? Ich weiß, ist fantastisch. Die Bürste macht die ganze Arbeit und geht ganz schnell. Jetzt trockne ich dich ab. Das war's schon. Und du duftest total gut. Kann ich dir helfen? Oh, gute Idee. Noch eine Gesichtsmaske. Mach's dir bequem. Ich gebe Zahnpasta in eine Schüssel. Dann kommt Glitzer rein. Jetzt muss alles gut verrührt werden. Ich will eine Paste haben. Und mit dem Pinsel trage ich sie auf. Das müsste reichen. Mich darf ich nicht vergessen. Kosmetikerin zu sein ist harte Arbeit.
Ah, lass uns entspannen. Das sieht gut aus. Aber wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir müssen was mit deinen Haaren machen. Hm, wie wär's mit deiner neuen Farbe? Zuerst musst du abgedeckt werden. Ich wickle dich in Klebeband ein. Du kennst doch diesen Seetangwickel. Das hier ist genauso gut, auch wenn es ein bisschen klebrig ist. Hm, erinnert mich an mein letztes Halloween-Kostüm. Ich leg das auf dein Gesicht. Ich habe jetzt Lust auf ein bisschen Spaß. Psst. Hey, hier drüben. Echt jetzt, Molly? Gib dir mal mehr Mühe. Oh, ich dachte, das reicht schon. Dann eben später. Jetzt färben wir deine Haare. Nicht bewegen. Der blonde Look passt nicht zu dir. Das ist eher deine Farbe. Sie wird dir gefallen. Vertrau mir, dunkles Haar sieht viel besser aus. Jetzt kommt das Klebeband ab. Andere bezahlen eine Menge Geld dafür. Ah, das war wunderbar. Meine Haut fühlt sich toll an. Hey, was soll das? Mach den aus. Hör auf. Warte. Was machst du da? Was soll ich schon machen? Weg damit. Warte mal, die farbigen Schnipsel kann ich gebrauchen. Ich brauche 2 Schüsseln mit warmem Wasser. Ich fange mit dem rosa Papier an. Ich lege es in die Schüssel. Das Papier färbt jetzt das Wasser in ein leuchtendes Pink. Die Gesichtsmaske kann jetzt runter. Jetzt tauche ich deine Haare ins Wasser. Hoffe, du kannst die Luft anhalten. Das ist ein tolles Haarfärbemittel. Und jetzt ins blaue Wasser. Ich tauche aber nur die Spitzen ein. Das sieht toll aus. Was für ein Unterschied. Was sagst du? Ist okay, schätze ich. Auf wessen Seite stehst du? Jetzt bist du fertig. Geh spielen. Wow, danke, Mama. Oh, jetzt kann ich mich entspannen. Darauf habe ich mich schon gefreut. Oh, Annie, du bist wieder da. Ja, ich hatte viel Spaß. Was ist mit deinen Haaren passiert? Warte mal. Zuerst mache ich dir einen Zopf. Den flechte ich dann. Jetzt brauche ich meinen Cupcake. Naja, nur den Becher. Ich habe ein Loch in den Boden geschnitten. So kann ich den über Annies Zopf schieben. Dann wickle ich den da ein. Diese Stecknadeln sehen aus wie Tortendekoration, aber es ist ein Dutt. Fantastisch, Mama. Danke. Jetzt zerzausen deine Haare nicht mehr. Schüttle sie. Du bist die Beste. Viel Spaß, Süße. Unfassbar. Ich habe eine 6 bei dem Test bekommen. Ich dachte, der wird schlimmer. Wen kümmert's? Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, nämlich tanzen. Juhu! Oh yeah! Oh, Annie, du bist zu Hause. Wie war die Schule? Hm, was ist das? Du hast eine 6? Hey, hör auf damit! Was ist los? Ich war gerade voll dabei. Jetzt nicht mehr. Du musst lernen. Aber ich hasse Lernen. Mama! Das ist mir egal. Fang an. Das ist ungerecht. Bringen wir es hinter uns. Aber ich hasse Lernen. Oh, bleib einfach locker. Hm? Wer ist das? Hallo? Hi, Frau Annies Mama. Darf ich mit Annie spielen? Nein. Okay. Das war seltsam. Und was mache ich jetzt? Hey, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich Annie sehen kann. Aber ich muss hinterhältig sein. Los geht's. Zuerst brauche ich meine Leggings. Ich schneide sie unten ab. Das brauche ich nicht mehr. Ich mache noch meine Haarspangen ab. Die Leggings ziehe ich jetzt über meine Haare. Das fühlt sich komisch an. Als nächstes brauche ich eine Perücke. Ich habe immer eine dabei für Notfälle. Ich verkleide mich total gerne. Ich sehe aus wie meine Oma. Hm, das kann ich nicht anlassen. Das ist schon besser. Jetzt muss ich in die Rolle schlüpfen. Ich muss ernst bleiben. Klopf, klopf. Zum letzten Mal. Oh, ich bin Annies Lehrerin. Kommen Sie doch rein. Geht es um das Testergebnis? Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Zeigen Sie keine Gnade. Hallo, Annie. Hm? Was wollen Sie? Ich zeig's dir. Juhu! Was ist hier los? Worauf wartest du noch? Ich bin's. Komm schon, lass uns Spaß haben. Wow, du bist eine Meisterin der Verkleidung. Das ist fantastisch. Juhu! Oh, was ist das für ein Krach? Das hört sich nicht nach Lernen an. Was ist hier los?
Wir gehen nur ein paar Matheaufgaben durch. Das muss sehr aufregend sein. Viel Spaß dabei. Das machst du toll, Annie. Wow, diese Cupcakes sehen lecker aus. Aber mit Beeren obendrauf werden sie noch besser. Mama, Mama, ich möchte meine Haare so wie die von meiner Puppe. Das ist schön, Süße. Ich glaube, du verstehst nicht. Ich bin beschäftigt, Annie. Och, aber ich würde so hübsch aussehen. Manchmal verblüffe ich mich selbst. Ich sollte bei einer Kochsendung mitmachen. Oh, meine Hände sind schmutzig. Wir hätten Zwillinge sein können. Ich denke, ich weiß, was wir machen. Mama, was machst du da? Du willst doch wie deine Puppe aussehen, oder? Der Saft der Brombeeren wird deine Haare färben. Ich reibe den in dein Haar. Wir brauchen keine teure Haarfarbe. Ich muss nur noch mehr Beeren auspressen. Riecht gut und lässt sich leicht auswaschen. Das müsste reichen. Was sagst du dazu? Wow, gefällt mir. Als ob ich in den Spiegel gucke. Wir sehen total schick aus. Und ich kann weiter backen. Hi, Betty. Oh, hey. Bereit für den Unterricht? Oh, jemand schreibt mir. Was? Oh, wie cool. Annie, guck mal. Wow, das ist toll. Ich muss meine Haare machen. Ich werde sie aufmachen. Du weißt schon, für den natürlichen Look. Warte, das ist es nicht. Ich hatte auf einen Wow-Effekt gehofft. Wow, ich sehe toll aus. In der Werbung funktioniert das immer. Ich versuch's mal mit dem Bleistift. Vielleicht verschärft der mir Locken. Noch ein bisschen halten. Ha, ich dachte, das klappt. Was mache ich denn jetzt? Warum guckst du mich so an? Du musst mir helfen. Okay, okay. Gib mir eine Sekunde. Warte. Die brauchst du. Was? Vertrau mir. Ich leg die Leggings auf deinen Kopf. Dann wickle ich deine Haarsträhnen ein. Ist genau wie beim Haareflechten. Das muss aber schön festsitzen. Mit einem Haargummi fixiere ich sie. Jetzt wickle ich sie um deinen Hinterkopf und binde den Rest vorne zusammen. Ist das ein Streich? Stillhalten. Ich fühle mich so modisch. Ja, total. Und jetzt müssen wir warten. Wie lange? Sei nicht so ungeduldig. Was es wohl zum Mittagessen gibt. Kann die jetzt runter? Nein. Oh. Wie sieht's jetzt aus? Nein. Oh. Betty, aufwachen. Es ist soweit. Endlich. Ich hoffe, das hat geklappt. Wie cool. Annie, du bist ein Genie. Genau, was ich wollte. Was würde ich nur ohne dich tun? Du wärst wahrscheinlich Single. Oh gut, bin ich zu spät. Hi, Liam. Wie geht's, Mädels? Was ist das? Sind das Leggings? Das ist ja lustig. Oh, Annie, danke für deinen Tipp. Du siehst gut aus, Liam. Meine Locken sind schön weich und federnd. Sag nichts. Willst du deine Haarfarbe ändern, aber nicht zum Friseur gehen? Dann bist du bei mir richtig. Sprühe Haarfarbe auf eine Bürste. Kämme damit durch deine Haare. Die Farbe wird dein Haar färben. Genau so. Du kannst auch andere Farben nehmen. Das ist so einfach. Und sieht toll aus. Wer braucht schon einen teuren Friseurbesuch? Ist das toll? Die Mascara sieht toll aus. Okay, und jetzt? Ich hab's. Hübsch. Was willst du? Verschwinde. Aber wie gemein. Das ist unfair. Oh, ich habe eine Idee. Endlich kann ich mich in Ruhe schminken. Ich verteile noch etwas Concealer. Schön langsam. Ha, das perfekte Verbrechen. Nicht schlecht. Genau den brauche ich jetzt. Was zum... Nicht so schnell. Lass mein Make-up in Ruhe. Aber du hast so viel davon. Nene. Immerhin habe ich noch das. Ich werde so schön aussehen. Oh, ich brauche ein Schwämmchen oder sowas. Naja, dann eben direkt aufs Gesicht. So funktioniert das, oder?
Okay, das sollte reichen. Mit den Händen verteilt man das nicht. Gibt es etwas, das ich dafür benutzen könnte? Der Ballon könnte nützlich werden. Damit kann ich arbeiten. Ich puste den Ballon auf, mache einen Knoten hinein und verblende damit das Make-up. Wow, es funktioniert. Das sieht gut aus. Noch etwas mehr verblenden. Wo ist mein Concealer? Moment mal. Hey, was machst du da? Rück ihn raus. Wieso kriegst du all die schönen Sachen? Willst du den Ballon? Hey, du hast dein Make-up gut aufgetragen. Den benutze ich das nächste Mal. Schau mal. Danke, Kleine. Ich pudere mich nur schnell nach. Meine Augenbrauen könnten besser sein. Gut, dass ich den Augenbrauenstift dabei habe. Oh nein, ich muss in den Unterricht. Ich komme zu spät, mal wieder. Hi, wie geht's dir? OMG, sieh dir Gabby an. Was ist ihr Problem? Ups, vorsichtig. Meine Bücher. Schon gut, ich helfe dir. Das wäre erledigt. Ah, schnell weg. Okay, das war seltsam. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich glaube nicht. Hey Leute, seht euch das an! Wow! Trägst du da Raupen mit deinem Gesicht spazieren? Das ist echt gemein. Sorry, ich habe mich an der Tür geirrt. Beruhigt euch, die Show ist vorbei. Wo ist Gabby? Da bist du ja, schnell. Tut mir leid, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Das ist ein interessanter Look. Das musst du sehen. Oh Gott, meine Augenbrauen sind riesig. Darf ich helfen? Male ein Zickzack auf deine Augenbraue. Dann malst du eine Linie auf die Augenbraue. Jetzt kannst du sie ausmalen. Dadurch sehen die Augenbrauen voller aus. Mit einem Augenbrauenpinsel bringst du die Haare in Form. So hältst du sie schön beisammen. Okay, das sieht schon besser aus. Und was sagst du? Ich sehe normal aus. Wow, danke. Schaut mich nicht so an. Da braucht wohl noch jemand unsere Hilfe. Ich übernehme das. Wie schwer kann das schon sein? Es ist nur ein Lippenstift. Schön langsam. Bei anderen sieht das immer so einfach aus. Das läuft nicht so gut. Das ist zwecklos. Die perfekten Lippen, wie immer. Wow, sie sieht echt gut aus. Ich brauche ihre Hilfe. Hi, Gabby. Du hast da etwas in deinem Gesicht. Nimm das. Danke. Lippenstift muss nicht schwer sein. Sieh her. Nimm deine Lieblingsfarbe. Male eine Linie in der Mitte deiner Lippen. Und verteile es so auf deinen Lippen. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, das ist echt cool. Wünsch mir Glück. Eine Linie malen und dann mit den Lippen verteilen. Genau so. Das ist lustig. Wow, es hat funktioniert. Gut gemacht. Das war so lustig. Der Lehrer wusste nicht, was er tun sollte. Oh, hey Leute. Redet sie mit uns? Was soll's? Also, sie denken, sie wären etwas Besonderes. Oh, ich habe eine Idee. Bis nach der Schule, bye. Beliebt sein hat seine Vorzüge. Oh, hey. Mal sehen, wie sie jetzt reagieren. Gabby wird meinen Style lieben. Da ist sie. Hey, sind das Piercings? Ohne Piercings sehe ich nicht so cool aus. Ich muss mir einen Nasenring zulegen. Hast du dich verlaufen? Ich will einen coolen Nasenring. Kaum zu glauben, dass ich das tue. Lass dir Zeit. Und gefällt dir etwas? Der hier.
Der hier? Wirklich? Okay, wie du meinst. Das könnte wehtun. Es wird ziemlich sicher wehtun. So langsam bereue ich das. Mir wird schwindelig. Wusste ich's doch. Das passiert jedes Mal. Na los, bringen wir's hinter uns. Niemals. Nicht schon wieder. Das ist das vierte Mal in dieser Woche, dass jemand heulend davonläuft. Ich brauche einen neuen Job. Das war gruselig. Ich habe den Ordner mitgenommen. Ups. Moment mal. Wie wäre es mit der Büroklammer? Daraus mache ich mein eigenes Piercing. Die Büroklammer schneide ich in zwei mit der Zange. Dann stecke ich es an meine Nase. Ein kostenloses Fake-Piercing. Jasmine, bist du das? Hi. Hi. Du siehst toll aus. Ist das ein Nasenring? Wusste doch, dass etwas an dir anders ist. Ich habe auch zwei neue Piercings. Ich bin süchtig nach Piercings. Ich will immer mehr. Oh, hey. Bye. Ich brauche mehr Büroklammern. Ich habe meine Pinsel und meine Stifte. Okay, ich bin soweit. Setz dich hin. Oh, gut. Ich habe mich so drauf gefreut. Das freut mich zu hören. Wir beginnen mit einem leichten Puder. Sie werden umwerfend aussehen. Und jetzt? Die Farbe ist auf Ihre Augenfarbe abgestimmt. Nicht bewegen, still bleiben. Das steht Ihnen besonders gut. Oh, wir brauchen noch etwas Mascara. Okay, jetzt kümmern wir uns um Ihre Lippen. Ich liebe dieses Produkt. Da kommt nichts raus. Ich weiß, dass da noch etwas drin ist. Mann, ist das nervig. Oh. Ich liebe diese Show. Die Rahmen schmecken gut. Dieser Chris ist urkomisch. Wo ist meine Gabel hin? Die hilft mir weiter. Stecke die Tube zwischen die Gabelzinken und zieh sie hoch. So kommt der Lipgloss heraus und kein Produkt bleibt in der Tube. Fülle den Lipgloss in einen Behälter. Die brauche ich nicht mehr. So geht das viel einfacher. Nun brauche ich keine Tuben mehr quetschen. Und ich kann die Farbe mit einem Pinsel auftragen. Daran hätte ich früher denken sollen. Das sieht toll aus. Der Look ist vollendet. Wow. Gefällt es Ihnen? Wow, wirklich hübsch. Sie sind so talentiert. Vielen Dank. Hab ich gut geschlafen. Wie spät ist es? Oh nein, ich hab verpennt. Und ich hab keine Zeit mehr, die Haare zu machen. Wow. Ich muss mich beeilen. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, das klappt. Wow, das wird ein schneller Wechsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Warte mal. Hi, ich möchte zur Party. Komm rein. Hey, viel Spaß heute Abend. Darf ich auch rein? Nicht so schnell. Für die Party musst du funkeln. Und das tust du nicht. Was? Aber ich mag mein Outfit. Schätze, ich gehe heute nicht zur Party. Oh, schau her. Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Ablenkung. Wenn sie Glitzer will, dann bekommt sie den auch. Oh, was ist das? Klammheimlich. Ich muss nur schnell sein. Hey, was machst du da? Verschwinde! Ganz schön frech. Aber ich habe einen neuen Ring. Was soll's? Psst. Hey, hier drüben. Wer bist du? Schau dir das an. Wow, das ist ja eine riesige Auswahl. Aber ich nehme nur die. Die kosten aber. Danke, mysteriöser Fremder. Du hast mich nie gesehen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ich mache mir die Edelsteine ins Haar. Das geht ganz einfach. Und ich bekomme mehr Glanz. Ich klicke einfach auf das Styling-Tool und die Edelsteine haften an meinem Haar. Wow! Wuhu, ich liebe diesen Song. Wow, du funkelst aber. Ich weiß, es ist fantastisch.
Wow, du passt perfekt hierher. Danke, mir gefällt ihr Style. Das sieht gut aus. Aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley, bist du fertig? Wir müssen los. Ashley, alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen. Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe. Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Das sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt. Aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapiere es nicht. Das Kabel. Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden. Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's. Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Was für ein interessanter Artikel. Ich werde noch etwas Lippenstift auftragen. Die Farbe ist wirklich schön. Danke, Mama. Tschüss. Tschüss. Hab einen schönen Abend. Mein kleines Mädchen ist so schnell erwachsen geworden. Und nein, mein Hemd. Ich habe einen Lippenstiftfleck drauf. Und der geht nicht ab. Mein treuer Staubwedel wird das erledigen. Oh, das hat nicht geklappt. Mindys Make-up. Sie hätte das nutzen sollen. Ja, fast vergessen. Ich brauche das Make-up. Setz dich. Ich muss dir etwas zeigen. Das wird dir gefallen. Okay? Das ist ein kleiner Tipp. Mach etwas Puder auf deinen Pinsel. Tupfe es dann auf deine Lippen. Entspann dich.
Du brauchst quasi nur ein wenig Staub auftragen. So, das reicht schon. Gib mir einen Kuss. Der Lippenstift geht nicht ab. Danke. Tschüss. Jetzt muss ich den loswerden. Manchmal sieht dein Look langweilig aus. Aber das kann man ändern, nämlich mit ein paar Make-up-Tricks. Wow, ich sehe so hübsch aus. Das nenne ich mal eine Veränderung. Wie kann ich helfen? Eine Party? Sieh nur, was wir bekommen haben. Das ist eine Kostümparty. Wie cool. Wir sollten uns besser fertig machen. Auf geht's! Eine gute Grundierung ist das A und O beim Make-up. Oh Mann, da passiert nichts. Ich sehe immer noch gleich aus. Heute ist wohl nicht mein Tag. So kann ich nicht auf die Kostümparty gehen. Diese Farben würden mir gut stehen. Tatsächlich kann man Buntstifte als Make-up benutzen. Jupp, lass sie dort einweichen. Nun ist er schön weich. Möge das Farbspiel beginnen. Die Farbe lässt sich so einfach auftragen. Nun kommt Pink. Nimm so viele Farben, wie du magst. Je bunter, umso besser. Gleich fertig. Das ist wie ein Regenbogen. Mit einem kleinen Wing am Ende. Schminke das zweite Auge genauso. Na, was sagst du? Echt cool, hab ich recht? Nun fehlt nur noch das Outfit. Das wird regenbogentastisch, Baby. Okay, ich muss mich fertig machen. Was ziehe ich heute Abend an? Ah, nichts davon würde gut aussehen. Nope, noch schlimmer. Das geht gar nicht. Ah. Hey! Oh nein, du bist ja... Flipp jetzt nicht aus. Wir werden schon etwas für dich finden. Meine Netzstrümpfe? Hä? Sei doch mal etwas kreativ. Okay. Fehlt nur noch eine Sache. Die Netzstrümpfe kreieren ein Schuppenmuster. Nimm Blautöne für deine Wangen. Und etwas Lila für deine Lippen. Nimm die Netzstrümpfe ab und genieß das Resultat. Das ist schon viel besser. Bereit für die Party? Auf jeden! Los geht's! Der Ort hier ist super cool! Wow, ich liebe ihr Make-up! Ich auch! Jeder starrt uns an! Sogar der DJ! So süß! Wir sollten uns jeden Tag so anziehen! Gleich bin ich fertig. Voila! Wer braucht schon Nagelstudios? Oh, mein Handy! Oh, aber meine Nägel. Ah, ich muss da rangehen.
Was mache ich denn jetzt? Was ist das? Wie ist der dort gelandet? Ich will doch nur mein Handy. Auf einen Snack hätte ich jetzt Lust. Ach, nee, lieber nicht. Vorsichtig. Na los. Okay, ich hab's. So was Blödes. Der Nagellack ist im Eimer. Alles für nichts und wieder nichts. Aha. So ein Desaster. Okay, keine Panik. Das sind nur Nägel. Hey, da kommt mir glatt eine Idee. Versuchen wir das Ganze noch einmal. Dieses Mal aber ein bisschen anders. Ich lasse sie nicht an der Luft trocknen, sondern benutze eiskaltes Wasser. Gib die Nägel ins Wasser. Nach ein paar Minuten wird der Nagellack trocken sein. Oh, ich muss jedem von diesem Trick erzählen. Das wirst du mir nicht glauben. Ah, blitzeblank. Mein Zahnarzt sagt, Zahnseide sei wichtig. Und er hat sowas von recht. Hey, ich bin etwas in Eile. Wow, ihr Make-up sieht voll schön aus. Vor allem der rote Lippenstift. Ach, das geht so nicht. Sieht total unsauber aus. Was mache ich denn jetzt? Gute Frage. Da mag aber jemand Zahnseide. Danke für die Idee. Die Zahnseidenhalter helfen dabei, Lippenstift aufzutragen. Zuerst drückst du ihn an den Lippenstift. Und anschließend auf das Äußere deiner Lippen. Das machst du mehrmals. Wow! Mache eine X-Form auf der oberen Lippe und folge der Lippenform. Nun gibt es nur noch eine Sache zu tun. Das geht schon viel besser. Fahre mehrmals über die Lippen, damit die Farbe deckend ist. Viel besser. Meinst du nicht auch? Voll schön. Ab ins Kino. Diese Dinger sind magisch. Die Leine Picasso. Künstlerin Gina ist jetzt auch da. Oh Mann, das Spiel ist schwieriger, als ich dachte. Ich kann jetzt nicht lesen. Oh, die Farbe ist gut. Wow. Keine Nachrichten, weg mit euch. David ist hier? Das Spiel hat mich voll abgelenkt. Aber ich muss mich fertig machen. Hm? Seltsam. Ich brauche nur ein bisschen Puder. Und etwas Pinken. Ist das ein Pickel? Sogar mit einem Eiterkopf. Verschwinde, du Ekelbatzen. Ekelhaft. So kann ich auf kein Date gehen. Pickel sind meine kleinste Sorge. Ich bin so hässlich. Hey. Ginas Farbe. Und all diese Farben, die sie dort mischt. Echt cool, findest du nicht auch? Du hast verborgene Talente, Schwesterchen. Ich male nun mein eigenes Meisterwerk. Dafür muss ich Foundation mit Lidschatten vermischen. Das vermische ich direkt hier drin. Und füge etwas Foundation hinzu. Zeit zu vermischen. Mit dem Pinsel vermische ich die Farben. Dann tupfe ich das auf den Pickel. Das Grün wird den Pickel verdecken. Wow, Kunst ist echt cool. Es hat funktioniert. Ich rufe David an. Hey! Der Realismus-Stil ist echt schwierig. Gleich fertig. So, eine ganz neue Frisur. Was ist hier los? Oh, du bist wach. Meine Haare, was hast du gemacht? Sie hat meinen Pony abgeschnitten. Das sieht schlimm aus. Das schreit nach einem Notfallstyling.
Es muss doch was geben, was ich kaufen kann. Aha, genau das, was ich brauche. Gleich sehe ich wieder wie gewohnt aus. Wow, das sieht echt toll aus. Und der Haarreif vervollständigt den Look. Puh, das war nervenaufreibend. Fast wäre es eine haarsträubende Erfahrung geworden. Hm, was soll ich malen? Mal sehen. Oh, Miezi, du bist das perfekte Model. Nicht bewegen. Okay, wie findest du das? Ist gut geworden, hä? Deine Augen habe ich besonders gut getroffen. Hallo, Liebes. Ist das für mich? Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist so aufregend. Was? Das sind ja Katzenohren. Wow. Warte mal kurz. Miezi, wir sind jetzt Zwillinge. Wir sehen so hübsch aus. Ich liebe dich. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Oh, ich habe einen Anruf. Oh, hallo. Aha, das klingt gut. Schau mal, Mama. Ich bin eine Katze. Oh, das ist so süß. Oh nein, meine Katzenohren. Sie sind kaputt. Die kann ich nicht mehr aufsetzen. Das ist so enttäuschend. Was mache ich denn jetzt? Oh, sei nicht traurig, Ashley. Ich weiß, was wir machen können. Wir müssen nur mit deinen Haaren kreativ werden. Zuerst flechte ich dir einen kleinen Zopf. Dann mache ich das Gleiche auf der anderen Seite. Jetzt biege ich ihn etwas und stecke ihn dann fest. Das Gleiche auf der anderen Seite. Oh, jetzt bist du ein süßes Kätzchen. Ich will sehen. Wow, Mama, ich bin eine Katze. Miezi, jetzt sehen wir gleich aus. Ich lasse meine Haare so. Ich bin so froh, dass wir das machen. Lass uns ein Selfie machen. Lächeln. Das wird voll süß aussehen. Wow, schau mal da oben. Da ist ein Hubschrauber. Ashley, schau mal. Wow, das ist echt cool. Und windig. Er fliegt darüber. Oh. Deine Haare sind total zerzaust. Im Ernst? Oh, das ist nicht gut. Hey, mir gefällt's. Keine Panik. Ich habe eine Bürste dabei. Oh, danke. Oh, das könnte eine Weile dauern. Mir ist langweilig. Endlich, meine Haare sitzen wieder. Mindy, wach auf. Hier hast du deine Bürste zurück. Sieht gut aus. Lass uns Limo trinken. Oh nein, er kommt zurück. Wow. Ich muss meine Haare schützen. Bleib locker. Ich habe eine Idee. Ich halte deine Haare in zwei Strähnen hoch. Und du drehst dich. Weiter drehen. Fast geschafft. Jetzt wickle ich sie zu einem Dutt. Und mit diesem Haargummi fixiere ich ihn. Wow, ich wollte schon lange einen neuen Look. Puh, jetzt können wir relaxen. Oh, er kommt zurück. Der macht das doch mit Absicht. Aber meine Frisur sitzt. Mindy, du bist genial. Oh, ich weiß. Lass uns noch ein Selfie machen. Sieht gut aus. Ich muss mich konzentrieren. Das ist knifflig. Das ist die letzte. Ich habe eine Halskette gemacht. Wow. Ich kann es kaum erwarten, sie zu tragen. Warte. Das war befreiend. Oh nein. Meine Halskette. Och, Manno. Das hat den ganzen Tag gedauert. Mindy, was ist passiert? Meine Halskette ist kaputt. Mehr nicht? Out! Au! Vorsichtig, da liegen Perlen auf dem Boden. Danke für die Warnung. Das wird morgen ordentlich wehtun. Sorry, Mama.
Sind da Perlen in meinem Haar? Was ist los? Ich habe eine Idee. Halt still. Ich flechte dir schnell einen Zopf. Der muss aber ganz dünn werden. Ich sichere ihn mit einer Haarnadel. Dann schiebe ich ein paar Perlen auf die Nadel. Dafür brauche ich eine ruhige Hand. Jetzt drehe ich die Nadel und schiebe die Perlen auf den Zopf. Ich schiebe sie noch ein bisschen höher. Dann bleiben sie auch an ihrem Platz. Wow, das sieht wunderschön aus. Danke, Mama. Du darfst mir jederzeit die Haare machen. Oh, ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich habe so einen Hunger. Ich versuche aufzupassen. Hä? Das sieht köstlich aus. Mindy, alles okay bei dir? Die Uhr gefällt dir wohl besonders gut. Mindy, juhu! Was machst du da? Nichts. Ist egal. Okay, klasse. Das ist jetzt wichtig. Ja genau. Ich habe doch einen Snack dabei. Auf den freue ich mich auch schon. Wow, das sind Hammer Donuts. Was zur? Pinke Glasur, die liebe ich. Unglaublich. Es reicht. Mindy, kein Essen im Unterricht? Ich hatte gehofft, sie würden es nicht sehen. Na klar, als ob. Nicht noch einmal, okay? Ich will doch nur einen Donut. Oh, Sunnys Haargummis bringen mich auf eine Idee. Das wird bestimmt klappen. Das sieht gut aus und riecht auch gut. Rieche ich hier etwa Donuts? Okay, das ist merkwürdig. Sie ist drauf reingefallen. Dafür habe ich mir einen verdient. Wow, das ist clever. Bekomme ich auch einen? Hier, für dich. Wow, danke. Pinke Glasur. Was ist das für ein Geräusch? Tolle Stunde, Frau Lehrerin. Danke, schätze ich. Das sieht echt cool aus, oder? Das ist nur mein neuer genialer Look. Oder ist das nur tolles Make-up? Fährst du schon aus der Haut oder bin das nur ich? Keine Sorge, das tut nicht weh. Aber es verwandelt dein Gesicht. Und auch wenn der Look lange gedauert hat, es macht trotzdem Spaß, sie abzuziehen. Die Hälfte ist schon geschafft. Jetzt noch die Mund- und Augenpartie. Tada! Ich bin wieder ich. Wow, das habe ich nicht erwartet. Hallo? Weg damit. Hallo? Komm herein. Sie sind eine Magierin, richtig? Und weiter? Können Sie mir helfen? Eine Party? Die ist nur für Einhörner. Ich helfe dir. Ich nehme dich nicht aufs Korn. Du bekommst jetzt ein Horn. Cool. Hey, das ist gar nicht echt. Na gut. Ein Hornius Verwandlius. Hey, was ist mit meinem Gesicht passiert? Das ist zu viel des Guten. So wählerisch. Hier, nimm das. Was soll daran besonders sein? Ruhig bleiben. Vielleicht ist die Magie von Make-up eher dein Fall, kapiert? Das ist schon viel besser. Zunächst kümmern wir uns um die Texturen. Zumindest auf unserer Stirn. Jupp, wir machen ein Horn, Leute. Das ist fast wie echte Magie. Es sollte festkleben. Nun kümmern wir uns um den restlichen Look. Blaue Augen fände ich schön. Vorsichtig, vorsichtig. Perfekt. Jetzt kommt Pink. Streich mit dem Pinsel unter deiner Braue entlang. Dann füllst du den Rest auf. Beide Partien sollen sich ähneln. Contouring mit Pink macht den Unterschied. Vergiss nicht das Verblenden. Kannst du schon den Endlook erahnen? Vergiss nicht deine Lippen. Blaue Lippen sind perfekt für den Look. Wow, jetzt bin ich eine echte Einhornprinzessin. All die Details machen den Unterschied. Das Glitzer und die Funkelsteine sind toll. Ich muss jetzt los. Wow, dein Make-up ist noch besser als Magie. Gern geschehen. Viel Spaß auf der Party. Bye. Tschüssi.
Endlich kann ich mein neues Buch lesen. Was ist mit mir? Die Geschichte ist so traurig. Ich könnte digitale Gesellschaft gebrauchen. Niemand ist online. Ich fühle mich einsam. Was mache ich jetzt? Oh, na sieh mal einer an. Wie macht sie das nur mit ihren Haaren? Ich will wie eine Puppe aussehen. Deshalb beginnen wir mit den Augenbrauen. Sie müssen ausgefüllt werden. Dann kommt schimmernder Lidschatten. Trage ihn bis zur Braue auf. Verblende alles, dann schminkst du dir weiß unters Lid. Eigentlich tragen wir es etwas dicker auf. Das nenne ich einen tollen Glow. Mit Braun kreierst du mehr Dynamik. Anschließend verblendest du. Siehst du, wie toll das aussieht? Wir sind aber noch nicht fertig. Fahre mit Eyeliner das Augenlid nach. Eine kleine Linie ziehst du auch am unteren Augenlid. Nun malst du hier ein paar Linien. Die sehen wie Wimpern aus, findest du nicht? Danach sind die Konturen dran. Mit einem Make-up-Schwämmchen verblendest du es. Gib etwas Rouge auf deine Wangen. Tada! Fahre nun deine Lippen nach, aber vorsichtig. Dann verblendest du das mit Rosa. Mua! Verlängere die Mundwinkel mit dieser Linie. Nun siehst du wirklich aus wie eine echte Puppe. Oh, wie süß! Wir sind fertig! Diese lebende Puppe zieht die Blicke auf sich. Oh, hallo da draußen! Sollen wir mit dem Stream beginnen? So werden die Zuschauer mehr Spaß haben. Mehr Kaffee, Liebling? Cheryl? Schläft sie etwa? Vielleicht muss man sie wieder aufziehen. Aufwachen! Oh, danke für deine Hilfe. Jetzt bin ich wieder fit. Sieh nur, wie viele Leute zusehen. Das ist ja mega. Wink ihnen zu. Oh, könnte heute noch langweiliger sein. Und deshalb heißt das der Backstein aus Zuckerwatte. Die Verkaufszahlen werden bis Februar rasant ansteigen. Hört auch nur einer von Ihnen mir zu? 5 von 10. Ich hab's. Ziehe eine Linie mit einem weißen Schminkstift, um dein Gesicht zu halbieren. Mach dasselbe auf deiner Stirn. Die obere Hälfte füllst du nun mit weißem Make-up auf. Das könnte ein Weilchen dauern. Und man braucht mehrere Schichten. Dasselbe machst du in der unteren Hälfte. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Lass uns loslegen. Pink auf der einen und blau auf der anderen Seite. Gelb kommt um die Nase. Verblende die Farben bis zum Hals. Perfekt. Nimm nun etwas weiße Make-up-Farbe und male kleine Wolken. Male sie in verschiedenen Größen. Vergiss deinen Hals nicht. Lipgloss eignet sich gut für diesen Look. Ist das nicht toll? Hast du gedacht, ich würde die Augen freilassen? Wow! Die weißen Kontaktlinsen machen einen großen Unterschied. Nun, kann ich fortfahren? Wow! Seht euch das an! Nicht schlecht! Schön, dass ich eure Aufmerksamkeit habe. Und nun bringe ich die Kasse zum Klingeln und los. Das müsst ihr probiert haben. Süßer als zuckersüß. Voll cool. Mom, sieh mal. Er hatte solche Angst vor mir. Hä? Mein Test wurde jetzt schon benotet? Oh nein. Wow. Was zum... Ha, richtig. Ich bin hier, Baby. Haha, ich bin die Beste. Das wisst ihr ganz genau. Komm schon. Ich kann meine Haare nicht durchbürsten. Wow, dieses Rad dreht sich ja. Scheint, als sei es auf einer Braut gelandet. Oh, süß. Das werde ich sowas von gewinnen. Wie du meinst. Ja, ich sehe großartig aus. Die absolut schönste Braut. Okay, ich fange besser an. Ich habe diesen Lipgloss. Er glitzert und schimmert sogar. Ich
trage etwas davon auf meine Lippen auf. Oh mein Gott, sie benutzt Lipgloss? Was für ein Anfänger. Ich benutze dieses tiefe Rot. Oh, der Schleier ist im Weg. So, schon besser. Okay, das reicht mit dem Gloss. Was macht sie denn da drüben? Igitt, der Lippenstift hängt ihr total an den Zähnen. Kein guter Look. Naja, das ist ja ihr Problem. Zeit, meine Palette auszupacken. Ich liebe diese Farben. Ich will ein ganz natürliches Braut-Make-up. Ich kann nicht glauben, dass sie so viele Farben hat. Naja, egal. Ich habe auch eine Palette. Es sind nicht so viele Farben, aber die brauche ich auch nicht. Okay, Zeit für einen Schwamm. Ich benutze den hier. Blau ist immer eine gute Farbe. Oh, natürlich, meine Brille. Was zum Teufel? Wo kommt das ganze blaue Pulver her? Komm schon, Blau, auf mein Gesicht mit dir. Oh, jetzt habe ich auch überall Blau an mir. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Stimmt, ich brauche noch mehr Blau. Ich verteile einfach dieses Hellblau auf meiner Haut. Ich will es überall auf dem Gesicht auftragen. Oh, es fängt schon an zu trocknen. Perfekt. Und nun zum Hals. Und nicht nur Nacken und Hals. Ich male es auch auf meine Schultern. Okay, ich bin komplett in Blau gehüllt. Und nun mehr Farben. Ich verwende diese Lila-Farbe in den Augenwinkeln. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und nun male ich zwei Linien auf meine Nasenspitze. Toll, Zeit zu Schwarz zu wechseln. Direkt über das Lila. Jetzt brauche ich eine dünnere Spitze. Ich male ein paar längere Wimpern auf meine Haut und füge etwas mehr Schwarz auf meiner Nase hinzu. Und dann auch noch auf der Innenseite meines Nasenlochs. So, das sieht schon gut aus. Zeit, zu einem anderen Pinsel und Make-up zu wechseln, aber immer noch in Schwarz. Ich tupfe es auf meine Wangen und dann auf meine Stirn. Ich muss auch ein bisschen an meinem Mund und Kiefer entlang fahren. Und zurück zu meinem feinen Stift für ein paar weitere Linien. Ich brauche sie so ziemlich überall, wo ich das Schwarz aufgetupft habe. Jetzt zu den Lippen. Ich muss diesen Liner benutzen. Ich muss die Lippenränder nachfahren, weil sie so blau sind. Ich möchte aber nicht die ganze Lippe mit diesem Liner bemalen. Nur die Ränder sollten ausreichen. Okay, Zeit für den Lippenstift. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Falsche Wimpern. Das Make-up ist fertig. Zeit für das Hairstyling. Toll, eine schöne, gruselige Gothic-Braut. Ich habe eine schwarze Rose. Hier. Hä? Was zum... Oh mein Gott. Ich will nicht hinschauen, aber ich muss... Ah! Hier ist ein gruseliges Skelett. Hilfe! Ach du meine Güte, sie ist echt leichtgläubig. Na gut, ich beruhige sie besser. Hey, hör auf zu schreien. Das ist nur Make-up. Mein Gott, du bist echt gemein. Du hast mich total erschreckt. Ich kann nicht glauben, dass du so ein Braut-Make-up gemacht hast, du Spinner. Okay, meine Brille ist jetzt sauber. Hey, nein, ich wollte drehen. Hey, nein, ich sagte ich. Ich habe zuerst gedreht, dein Pech. Nimm deine Hände weg. Ich bin an der Reihe. Hey, Moment mal. Scheint, als wäre schon etwas ausgewählt. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe all diese Buntstifte. Okay. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Hä? Der funktioniert nicht. Ich probiere es mal mit dieser Farbe. Komm schon! Oh. Hört zu, keine Panik. Ich habe noch mehr Farben zur Auswahl. Ehrlich gesagt scheint sie mir als hoffnungsloser Fall. Ich habe natürlich meine eigenen Farben. Zeit, sie rauszuholen. Warum malen diese Farben nicht auf meiner Haut? Und, oh. Hä, was ist das? Hast du gerade ein Herz auf meine Wange gestempelt? Wow, gib mal her. Nur zu, schätze ich. Wow, ich liebe diese Herzen. Ich will sie überall. Ich wusste, dass sie damit total durchdrehen würde. So vorhersehbar. Aber jetzt bin ich bereit für mein eigenes Make-up. Ich beginne mit dieser hübschen rosa Farbe und trage sie unter meinen Brauen auf. Es sollte schön gleichmäßig verteilt werden. Jetzt kommt diese dunklere Farbe. Sie geht in Richtung Magenta. Es handelt sich aber um ein Puder, keine Flüssigkeit. Ich verteile es unter dem helleren Rosa, das inzwischen getrocknet ist. So, das sollte reichen. Nun zu meiner Geheimwaffe, diese Sprühflasche. Ich besprühe meinen Pinsel, bis er schön feucht ist. Und nun fahre ich unter meiner Schminke entlang. Das erzeugt eine schöne, scharfe Linie. Dann kann ich mehr von dem ersten Rosa auftragen. Ich male es über das komplette Augenlid und darüber hinaus. Dann nehme ich diesen Make-up-Stift und male vom Augenwinkel hoch. Ich benutze die gleiche Farbe auch unterhalb der Augenlider. Als nächstes kommen wir zur Foundation. Ich gebe es zuerst auf meine Nase und Wangen und verteile alles gut. Nun zum Lippenstift. Ich benutze allerdings den Pinsel, denn er kommt nicht wirklich auf meine Lippen. Ich trage ihn auf meiner Nase und meinen Wangen auf. Zurück zur Foundation. Ich brauche noch eine Linie auf den Wangen. Einmal komplett nach unten bis zum Kinn und alles schön verteilen.
Okay, ich habe auch auf der Stirn eine Linie gezogen. Nun wieder zum Lippenstift. Dieses Mal kommt er aber wirklich auf die Lippen. Und dann verteile ich wieder alles. Okay, das sieht schon echt gut aus. Aber ich glaube, ich brauche noch etwas Verzierungen. Tada! Mein Make-up ist fertig und es sieht fantastisch aus. Die Perlen am Rand waren definitiv die richtige Entscheidung. Oh, wie ich sehe, benutzte immer noch den Stempel für ihr Gesicht. Hey! Wow! Oh mein Gott, du siehst fantastisch aus! Wie hast du das gemacht? Ich liebe es!